Aber es ist nicht so einfach zu sehen, wo man den Draft verlierst, aber es ist ein Vorteil, mit so einem Fahrrad zu fahren, wie du hast ja den Canyon Air Road. Es ist so, dass dein Avatar kommt ein bisschen höher, wenn du im Draft bist, und dann liegt es sich ein bisschen unter, also ein bisschen vorher, also in Arrow-Position, wenn den Avatar spürst, dass es muss, er muss den Wind selber, also kein mehr Draft. Das ist ein Riesenvorteil im Vergleich mit Tron Bike, da sieht man es nicht, denn den Avatar liegt immer in den gleichen Positionen. Ah ja, ah, okay. Gut zu wissen, aber viele Leute mag den Tron Bike, weil es ist leicht und schnell, aber es gibt leichtere Fahrradkombinationen oder mit Rädern. Und auch schnellere. Okay. Aber Tron Bike ist ja sehr gut. Hast du den Challenge aktiviert, übrigens, um den Tron Bike zu bekommen? Keine Ahnung. Solltest du. Okay, das ist doch wichtig. Wenn du in Swift einsteigst, Ja. also ich schaue jetzt Menü, schau mal Menü an. Ja. Und dann Challenges. Also Abzeichen auf Deutsch. Kann das sein? Heißt es Menü und dann eine kleine Fenster Rechts. zwischen Dort. 20 Minuten Workouts Badges, ja? Da, Challenges oder was steht da? Select a different challenge oder Italy oder was steht das da? Ich share kurz den Screen. Kann man das machen hier? Ah, Ah nee. ja, Kann kannst du. Ah ja. Oder ich mache das. ich. Okay, ja. Einfach Bildschirm teilen da in der Mitte. Einstellungen. Ah, scheiße. Ah, ich kann, ich zeige dann. Oder? Nein, du kannst. Also teil deinen Schirm. Es liegt da als Ikon. Ja. Sorry, aber jetzt klappt es. Moment. Hier, ja. Solltest du Da. sehen. Ja, ich steige jetzt Fisch. ein. Ah, genau, Herausforderungen. Hier. Da. Und dann wähle eine andere Herausforderung. Ah, scheiße. Und dann da oben, den da, Mount Everest Climb. Genau, und dann okay. Jetzt, oh, schade. Wenn du Kasper das auch sagen kann, dann solltest du schnellmöglich die Herausforderung machen, weil es dauert lange, aber es ist nicht so wichtig, weil jetzt bekommst du schnellere und schnellere Fahrräder und Räder, aber die aktiviert dann, dass du nach 50.000 Höhenmeter ab jetzt ein Tron Bike bekomme. 50.000 Höhenmeter. Yep. Ist es. 50 Höhenkilometer. Es dauert wahrscheinlich mehrere Monate. Aber Ja, ewig, weil ich habe nicht mal bis jetzt 50.000. nein, genau. Also du hast Höhenmeter 11 Kilometer und dann. Aber so, ja, einfach als Motivation. Ab und zu nimmt man da to the Swift, Swift, the Alp de Swift oder so, dann ist es ein Kilometer.
so fort. Aber okay, heute ist es gemeinsamer Start. Das heißt, ihr startet zusammen mit B, C und D. Ja. Und es gibt in Description steht es auch. Warte mal, ich schaue nach. Ja, Description ist gut anzuschauen. Okay, turn on the fans, fill the bottles, grab a towel and join British Cycling Community on Swift. We are here to get you through the next couple of weeks and keep you active. It doesn't matter if you're keeping fit, young at heart, wise beyond your ears or baffled by gears. Everyone is welcome to join. Ja, das ist gut, dass alle darf mitfahren. Und dann bla 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 bla, seriously. Power-ups are allowed at all times. Race hard and race fair, but most importantly, have fun. Having fun. Have fun. Yeah. Okay. Und dann all riders visible, scoreboard, no TT bikes. Okay. Gut, gut, gut. Es ist 17 Kilometer. Es gibt eigentlich vier kleine Hügel. Von Start in Lidin gibt es einen nach 600 Meter schon von Downtown Utopia raus Richtung Volcano. Und dann ist es flach und dann geht es ein bisschen runter und dann eine kleine Steigung und dann machen wir fast eine Runde. Und dann ist es, three laps, drei Runden, den Volcano Circuit counterclockwise herum. Und du hast ja schon den beste Fahrrad und die beste Räder für dich. Ja. Ausgewählt, sehr gut. Und dann, wenn es so jetzt, ich coache dich wie normal, wie ich andere Leute auch coachen, und das ist ganz intensiv. Man sieht schon, dass du startest, das ist auch gut zu wissen, irgendwann ist es eine Start und ihr startet in Kategorie, vielleicht hinter alle anderen, vielleicht startet B vorne und dann C auch und dann D und A startet dahinter. Es gibt ja vier verschiedene Startblöcke. Ja. Im Pier oder Startpen. Und das ist gut zu wissen. Also einfach viel mögliche Informationen. Wo starten wir? Was passiert dann, wenn wir dahinter starten? Weil vielleicht fliegt dann 1, 2, 3, 4, 5 A-Fahrer weg und du machst es ein bisschen ruhig und sieht, ja, hier kommt ja Leute von rechter Seite, aber scheiße, das ist D. Und dann, da vorne ist C und da weiter vorne ist B, zusammen jetzt mit ein paar A-Fahrer, die wirklich schnell am Start war. Oh, scheiße, dann wird es ein bisschen stressig und ruhig und oder unruhig und dann muss man ein bisschen Gas geben und vielleicht geht es dann runter und die B-Gruppe zusammen mit ein paar in A fährt verdammt schnell und also es ist, man bekommt ein bisschen Information schon von Start her, also vor dem Start. Man kann auch sehen, wie viele Leute es gibt, das kannst du in Companion App gleichzeitig sehen, wenn du auf die gleiche Wi-Fi bist, das kennst du schon, oder? Nein, wenn du hast du Companion App, Swift Companion auf dem Handy? Ja. Ja, den App hast du. Ja, habe ich. Ah, und wenn du da auf die gleichen Wi-Fi bist, dann drückst du einfach auf Companion App, aktiviert es und dann sollte es so ein Map zeigen. Ja. Super, gut. Das ist die Companion App und wie eine Remote Control. Da kannst du auch ein paar Sachen machen. Wenn du willst, kannst du den Power-Up von da aktivieren. Kannst du natürlich auch auf dem PC mit der Maus oder Blank
Mellanslag auf die Tastatur. Aber sonst ist es auch gut. Da kannst du in der Mitte, da runter gibt es Swifters, ein Ikon. Da kannst du sehen, Swifters nearby. Und dann ladet es alle Swifters da, die da in der Nähe von dir steht. Und jetzt ist es insgesamt 99 Leute zum Start. Aber das ist in die Gesamt, also in alle Kategorien, 100 jetzt. Und in deiner Kategorie ist es nur 19. Und jetzt 20 steht es da auf dem Bildschirm. Okay, 1 Minute 20 Sekunden bis zum Start jetzt. Den Screen nicht klären, oder? Was? Den Screen, ich muss nicht klären, den Screen. Du siehst mich. Ja, ich sehe dich. Ja. Nein, genau. Ich schaue dich jetzt an von meinem eigenen Bildschirm. Kein Problem. Ich bin jetzt bei dir. Ich stehe still neben dir, aber jetzt habe ich zu dir. Jetzt bin ich bei dir und mache sogenannte Fanview. Und im Start, dann solltest du eigentlich so prinzipiell Platz 7, 8, das ist sehr, sehr gut. Also nicht 2, 3, das ist unnötig, das ist viel zu schnell und viel zu, das ist unnötig. Es ist so viele Leute hier, die möchte eine ruhige Start und dann fährt die los und möchte auch dabei sein und die darf selber eine Lücke füllen oder also einen Abstand kurzen oder so. Und dann musst du einfach einen Rücken finden. Okay, jetzt geht's los. Erst jetzt kannst du ein bisschen höher. So, ja, perfekt. Oh ja, da fliegt jemand. Das ist scheißegal, wie er wegfliegt. Und dann siehst du, ihr kommt zusammen jetzt mit anderen Leuten, hauptsächlich vom B. Und dann, wenn du jetzt ein bisschen, spürst jetzt ein bisschen Stress, aber du musst überhaupt nicht stressig sein. Hier ist es unter und sofort, wenn es hohe Geschwindigkeit ist, über 50 km/h, dann musst du überhaupt nicht so schnell fahren. Es langt mit 300 Watt, weil es gibt so viele Leute da vorne, die drücken jetzt viel zu viel, aber die muss so viel drücken, um da zu bleiben. Weil es geht so verdammt schnell und du kommst so perfekt mit die Gruppe und musst gar nicht so viel drücken. Jetzt ist es auch, jetzt bekommst du ein Power-Up. Das ist ja gut zu haben. Du kannst es später sagen, was du bekommt habe. Und was? Ein Arrow. Ein Arrow, sehr gut. Ein Arrow würde ich einfach sparen, einfach behalten, weil es, ich verstehe jetzt, es, Leute hat auch Burritos. Burritos nimmt den Draft weg 5 Meter in alle Richtungen von der Person in 10 Sekunden. Und das heißt, wenn es untergeht oder flach, ja, dann ist es ganz nicht so schön, daneben zu sitzen, man verliert die ganze Draft und so, aber man muss es einfach überlegen, okay, jetzt ist es nur noch 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1, 0 und jetzt ist es weg und dann hast du perfekt Draft. Okay, jetzt ist es auch Hochgeschwindigkeit, das ist 48 km/h, aber dann, wie gesagt, je höher Geschwindigkeit, je weniger musst du drücken. Es klingt nicht so logisch, aber in the front of the group, die möchten natürlich nicht da sein. Es ist so schnell Geschwindigkeit und dann muss man da vielleicht 2 Watt pro Kilo mehr drücken als alle anderen. Okay, Lead-In ist ganz weit. Es ist jetzt eine ganze Runde um die Vulkan, 2-mal in den Vulkan und dann fängt es an mit 3 Runden. Und
Jetzt musst du ein bisschen üben, ein bisschen weiter hinter zu sitzen. Ich weiß, du bist stark und so, aber ich würde dich so gern frisch und fast so sehr, sehr bereit, wenn es viel, viel, viel schneller geht. Vielleicht im Zielspurt. Und wenn du sagst, oh, das war viel, viel zu locker, dann gibt es einen Wettkampf um 9 Uhr auch, und das können ein kurzes, das können wir auch machen. 7 Kilometer, wenn du viel, viel, viel mehr Power hast, das dauert nur eine Viertelstunde oder so. Aber jetzt, sehr gut, da ist viel besser. Es ist genau wie im TTT, dass du bekommst den absolut besten Draft. Du, wenn jemand da vorne, wie jetzt, drückst, dann ist es besser, in diese Position zu sitzen, einfach ruhig bleiben und lass die andere die Lücke füllen. Und dann einfach so perfekt, einfach ruhig, ruhig, ruhig. Und ich würde auch vorschlagen, dass du spürst, dass, okay, es geht ab und unter. Und genau, einfach hier, wenn es schnell geht, einfach ruhig, sehr, sehr locker, einfach mit einem Lächeln, einfach perfekt, ruhig, und du weißt, dass die Leute da vorne hast eine verdammt schwere Zeit jetzt, weil es ist so viel Wind und du hast perfekt. Jetzt musst du überhaupt nicht viel drücken, genau, vielleicht nicht Supertack, ah, ja. Ein bisschen Supertack, cool. Aber einfach, genau, es ist einfach perfekt, dass du nicht viel drückst. Normalerweise, wenn neue Leute, neue Swifter, die drückt so verdammt viel, wenn die zurück auf die Fläche kommt, also wo man wieder drücken muss. Aber es langt mit 100 Watt oder irgendwas. Also es ist cool, wenn du das schaffst, dahinter zu sitzen, in die hinter im Peloton, weil wenn du da vorne bist, dann weißt du nicht genau, ob du vielleicht grafisch eigentlich auf dem Server in Swift vorderst ist, also wirklich weit vorder. Hier weißt du nicht, vielleicht bist du schon vorne und das ist, dann nimmst du viel Wind und du siehst auch auf deinem Avatar, ob es sich ein bisschen in eine andere Position. Jetzt musst du ein bisschen Gas geben, um da bereit zu sein, einfach 400, vielleicht 500, weil sonst musst du, ja, okay, 500, ein bisschen mehr. Wieder hoch? Ja, wieder ein bisschen höher, genau. So, weil, wenn du da, okay, jetzt ist es, eigentlich langt es jetzt mit 350, probier mal einfach 350. Einfach locker 350 Watt. Da. Ich weiß, es ist, aber die da vorne machen einfach stabil 350 oder 400, wenn du das musst. Aber du kannst auch ein bisschen abwarten und schauen, dass sonst jemand da vorne kommt. Jetzt kommt Hartwell und er schließt die Lücke und du musst gar nicht die Lücke schließen. Einfach so, jetzt kommt dein perfektes Powertrain und einfach da folgen. Sie, super, super, super. So, gut, okay, gut. Und das jetzt ruhig, 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 ruhig. Pause, Pause. Sonst fliegst du durch die vordere Peloton jetzt. Einfach ruhig, schneller, also ein bisschen ruhiger. Es ist ein bisschen Verspätung in Swift und das werdest du spüren. Ich weiß, das war anstrengend und es ist wirklich so mental, oh scheiße, das war schwer, warum gab es da eine Lücke und warum? Aber wenn du die Übersicht anschaust, dann kommt die ganze Gruppe zurück, sowieso. Und du siehst jetzt, niemand macht noch etwas. Es ist so schwer für jemanden, beides zu, also in die Steigung hart zu drücken und dann auf die flache Partei und dann aufwärts und oder wie sagt man aufwärts, bergab. Ja. Aber super. Jetzt wieder üben. Schau mal die Übersicht. Es ist eine lange
Schwanze, jetzt ist es, es kommt alles zusammen und du kannst auch auf dem Tastatur vielleicht also Nummer 6 drücken, einfach Nummer 6, dann schaust du hinter und dann Nummer 1 wieder. Dann siehst du das, ah okay, ich bin die Letzte. Das siehst du vielleicht auch unter im Bildschirm, der Palmer war fast 50 Meter hinter. Das ist cool, damit ein bisschen zu arbeiten. Einfach da Taste 1 und 6 wechseln ab und zu. Das ist auch sehr, sehr gut in TTT, wenn ihr zusammen in ein Team fährt, weil dann ist es super, da vorderst zu sein und einfach rück hinter dich zu schauen. Okay, super. Jetzt machen wir so, dass ich sage ein bisschen vorher, was du in diese Steigung machen. Es kommt in ein bisschen mehr als 1 Kilometer. Jetzt einfach ruhig, ruhig, ruhig dahinter bleiben. Jetzt ist es ein bisschen Jojo. Du bist stark, aber du musst wirklich das üben. Jetzt kommt es ein bisschen hoch, dann musst du einfach 250 Watt oder so, einfach 300, ja genau. Einfach hier bleiben. Jetzt nicht mehr drücken, weil es gibt eine Verspätung. Einfach nicht mehr drücken als das. Und jetzt kannst du schon ein bisschen weniger drücken, weil es gibt Verspätung. Und das ist super. Jetzt, hey, perfekt. Weniger, weniger drücken. Weniger drücken. Du kannst weniger drücken. Du fließt mit die Peloton. So einfach. So einfach. Weniger drücken, weniger drücken, weniger, weniger. Fast nichts. So, ja, locker, locker, locker. Einfach mitfolgen. Du hast super Draft. Einfach ruhig, ruhig, ruhig. Und dann jetzt einfach mitfolgen. Nicht mehr als 5 Meter. Komm, 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 komm. Nicht zu viel. Okay, aber das ist cool. Einfach ein bisschen Gas geben und dann jetzt kommst du zurück. Jetzt schließen. Ja, da war ein bisschen zu lange Pause. Ich weiß nicht, ob du Supertack wollte oder irgendwas, aber du hast ein bisschen Verspätung und das musst du lernen. Wie viel Verspätung habe ich? Was heißt das? Auch wenn ich zurückfährt. Das war super. Du hast die Weg runter super gemacht, aber dann war es natürlich ein bisschen hart, weil du hast zu lange gewartet, um ein bisschen Druck zu setzen und damit zu folgen. Nicht 0 Watt, sondern 100 Watt. Okay, gut. Du bist jetzt warm und bereit für die nächste Steigung. Und lass die andere zuerst in die Steigung gehen und dann kommst du später ein bisschen so. Jetzt einfach Gas geben. Gas geben. Nicht Panik, aber 500 Watt mindestens. Gern 600 Watt. Du kannst von hinten kommen. Das ist viel einfacher. Ich weiß, es ist so schwierig, dich zu coachen, wenn du da vorne bist, weil dann sieht man nicht, wenn der andere kommt. Aber ich kann schon rückschauen. Aber bleib da in die Mitte des Peloton. Sehr gut. Jetzt hast du kein Draft, aber noch jetzt kommt ein Draft zurück. Und dann wieder die Lücke schließen oder lass jemand anders die Lücke schließen und jetzt kannst du einfach mitfliegen. Oh, perfekt. Ruhig, ruhig, ruhig. Und dann wieder ein bisschen Gas hoch. Und dann nicht so schnell, weil dann kommst du vorne. Einfach ein bisschen weniger Druck über die Hügel. Jetzt kommt die letzte kleine Hügel. Und dann nach diesem Portal kannst du es viel einfacher nehmen. Und jetzt ein bisschen ruhiger, weil die zwei da vorne, die hast eine schwere Zeit jetzt. Es ist so hart da vorne. Schon, es geht. Die kann vielleicht ein paar Sekunden Lücke bekommen, aber die Gruppe hier möchte die Gap schließen und dann fließt du einfach mit jetzt. Sofort, wenn es runtergeht, dann nimmst du viel, viel Druck ab und wenn es hoch geht und sogar ein paar Meter vorher, dann kommst du von hinter in die Gruppe und Draft kommt mit Draft und einfach fließt zusammen mit dem ganzen Peloton hoch. Jetzt bist du beide Steigungen da, hast du ein bisschen, entweder warst du ein bisschen spät dran oder du warst viel da vorne und nicht so hart. Es ist viel besser von hinten zu kommen und zusammen mit der Gruppe
ein bisschen mehr zu drücken und gleichzeitig dann Draft und genug Kraft zu haben. Okay, jetzt hast du 160 im Puls oder Herzfrequenz. Versuch mal, es ein bisschen lockerer zu nehmen. Es ist flach, flach, flach. Nichts passiert. Einfach atmen. Einfach atmen und ruhig, ist ruhig. Hier kannst du wirklich die Herzfrequenz runterbringen und das machst du sehr gut hier. Und versuch mal eins mit deinem Avatar zu sein. Also das heißt, wenn du ein bisschen rückfahren möchtest, jetzt bist du fast ein bisschen zu viel vorne. Es ist eine perfekte Position eigentlich. Du hast 4 oder 5 Leute vor dich. Also 4 oder 5 Leute gerade vor dich. Das ist die 5. Position oder so eigentlich ist die beste. Das heißt ungefähr Platz 30 oder so. Okay, Aero Helmet ist der absolut Hammer. Die beste Power-Up, die du haben kannst. Und ich würde dich vorschlagen, dann, dass du den behalten und lass andere da vorne, lass andere vorne, aber nicht zu wenig Druck hier hoch. Einfach genügen, um da mitzufolgen. Einfach gut, gut, sehr gut. Und kein Panik, aber einfach so ein bisschen Druck. Und dann, wenn du spürst, dass jetzt bin ich gerade in die gleiche Geschwindigkeit als dein Peloton, dann kannst du es viel weniger Druck. Jetzt probieren wir dann. Viel weniger Druck. Du hast es eigentlich richtig gut gemacht, die ganze Strecke hier runter, aber dann dauerte es ein bisschen zu lange, bis du wieder irgendwas in die Pedalen oder in Swift Kraft bekam, also Kraft in Swift bekam, aber einfach ruhig, 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 nicht vorne. Du bist viel zu viel da vorne. Ich weiß, du hast Kraft, aber und kein Supertag, einfach nur 100 Watt. 100 Watt. Probier mal jetzt 100 Watt oder 150. Dann verlierst du nicht die Kontakt mit dem Peloton. Wenn du 0 Watt hast und dein Avatar nimmt allen Wind, dann bremst es sehr schnell. Aber wenn du 100 Watt oder 150 Watt drückst, dann langt es schon, auch wenn du dahinter bist. Okay, jetzt ist es jetzt ist es nur noch eine Runde und das heißt, von hier fängt die Zieltaktik, das Sport an. Und nicht Sport eigentlich, aber vielleicht fliegt jemand von die ganze Peloton hier weg und versucht mit 1 Kilometer selber eine lange, lange Zielspurt zu machen. Aber jetzt bist du wieder zu viel vorne. Okay. Jetzt ein bisschen Gas drücken und jetzt 500 Watt. Einfach so, ja, dabei sein und fließt einfach mit. Sehr gut. Jetzt kannst du ein bisschen schauen, dass du genau die gleiche Position hältst. Das heißt eigentlich 10 Meter oder 15 Meter hinter der ersten Person. Dann bist du auf einem, oder nicht erst, dann da fliegt jemand weg. Aber lass es einfach ein bisschen ruhiger. Nicht so schnell, 10 Meter hinter dem Peloton, die Front des Peloton. Gut, lass jemand anders. Das nächste Runde, dann kommst du super schnell hier. Und hier, spätestens hier drückst du dein Arrow, aber ich schlage vor, du drückst es ein bisschen früher. Ein bisschen früher, weil dann bekommst du schnelle Geschwindigkeit in die letzte Steigung hier hoch. Und es ist viel wichtiger, den Power-Up früher zu nehmen als später, weil wenn du es früher nimmst, vielleicht hast du auch Rücken von vielen anderen, Draft und Aero und die andere drückt auch seine Power-Ups. Und dann hast du den Kraft, weil du bist da hinter die Leute. Aber wenn du dich bestimmt, also wenn du gesagt hast, jetzt gehe ich Vollgas für den Zielsport, dann drückst du den Power-Up und entweder schaust du den Screen an und schaust das ist perfekt, die Rücken wird perfekt.
Aber ich spüre, du hast nicht richtig Kontrolle über deinen Avatar. Ab und zu fliegst du vorne und dann bist du wieder hinter. Es ist besser, wenn du zum Anfang, wenn am wichtigen ist, dass du lernst, dich einfach genau sein, du, dass du da sein oder dass du da bist, wo du wirklich sein möchtest. Okay, jetzt ist es eine Person in Flucht. Er versucht jetzt eine ganze Runde selber zu machen. Ich glaube, ich vermute, dass niemand macht etwas jetzt. Es ist ein Peloton mit 46 km/h. Du musst nicht schneller fahren. Wir machen es jetzt nur als eine Übung. Ob er es da vorne, ob er es schafft, dann Kudos oder Chapeau, er hat es sehr gut gemacht. Aber ich möchte gern, dass du probierst, jetzt die ganzen Peloton zu nutzen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schneller in dem Vulkan hier, aber nicht so viel schneller. Und du musst nicht da vorne sein. Du kannst immer hinter in dem Peloton sein. Da bekommst du, wenn die andere da vorne 500 Watt drücken muss, dann kannst du dahinter 280 Watt drücken. Das ist ein Riesenunterschied. Und du musst gar nicht da vorne 400 Watt drücken, sondern 250 oder 280 dahinter lieber. Okay, ihr bekommt nicht so einen riesen Abstand da vorne, den Tron Bike. Das heißt, jetzt kannst du da einfach ein bisschen noch hinter. Einfach ruhig. Jetzt weißt du schon, was vorher passiert ist. Das ist gut mit einer Rundebahn, wo man mehrere Runden macht. Dann hast du das gelernt, dass du musst nicht vorne kommen. Du kannst einfach locker, stabil. Immer wenn es ein bisschen ein Hügel ist, dann muss man ein bisschen Gas geben. Aber sofort, wenn man spürt, dass okay, jetzt bin ich fast auf die höchste Punkt und jetzt geht es runter, dann kann ich auch meinen Druck runtersetzen. Ruhe. Sehr gut. Einfach atmen. Du hast die beste Power-Up für diese Bahn. Und hier runter möchtest du wirklich hinter. Nimm's ruhig. Nicht 0 Watt, sondern 100 Watt. Die ganze Zeit 100 Watt. Einfach nur 100 Watt. Nicht mehr. 100 Watt. Einfach mitfließen. So, ja, gut. Nicht mehr. Sehr gut. Und atmen. Fokus auf dem Zielsport schon. Die Vorbereitung beginnt jetzt. Und jetzt ruhig. Nichts machen. Es wird sehr schnell in die Steigung. Da fliegt Leute mit 800, 900 Watt weg. Und dann möchtest du auch von hinten kommen, zusammen mit den Leuten. Die Leute fängt nicht von Anfang an, weil dann braucht die so viel mehr Kraft. Also lass dich ein bisschen da von hinten positionieren und dann, nicht jetzt, aber in 20 Sekunden, dann kommen wir von hinten nach vorne. So, versuch mal nach hinten zu kommen und jetzt Gas geben. Jetzt fliegen wir hoch. 700 Watt oder irgendwas. Einfach das machen, was du kannst für eine Minute und dann einfach schnell. Super, du hast perfekt Position. Einfach weiter so. Es ist weit bis zum Ziel. Einfach nur genießen hier, die perfekte Draft zu haben. Perfekt. Nicht schneller. Ein bisschen da mitfliegen. Und jetzt kannst du den Arrow drücken und dann schon weiter. Arrow drücken und weiter. Super, jetzt rechne ich bis zum Unter. Einfach weiter. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9. Du gewinnst. Komm, Sohn. Jetzt 5, 4, 3, 2, 1. Sieger. Super, Stefan. Wow. Super, du hast gewonnen. Hey, was für ein Gewinn. Du hast der perfekte Ziel-Endspurt gemacht. So gut. Einfach Ruhe jetzt. Hey, was für ein Zielspurt. Wow. Du bist so verdammt gut. Was für ein Sieger.
Ja, gut. Cool. Ja, high five. High five, wow. Du bekommst ein super Ranking dafür auch, wow. Hey, danke. Das war dein erster Pokalsieg in A. Oder nein, du hast schon Stage 2, Race Like a Pro, gewonnen einmal. Ah ja, stimmt. Jetzt bist du schon auf dem Goldweg. Ja, super. Aber sehr, sehr, sehr gut, dass du ein bisschen abgewartet habe und dass du da eine perfekte Gruppe vor dich. Du hast die ganze Zeit da die Steigung und ein paar hundert Meter hinter das auf einfach auch die perfekte TTT-Position. Ich nenne es TTT-Position, weil wenn du fünf Leute vor dich haben in einer Strecke, in eine Reihe, dann hast du, wie gesagt, wenn die Leute 9 Watt pro Kilo drücken muss, dann musst du nur 6 Watt pro Kilo drücken. Das heißt, wenn die 12 Watt pro Kilo drückst da vorne, dann drückst du nur 9 oder 8 Watt pro Kilo. Und es ist 8 Watt pro Kilo, stimmt. Und das ist so ein riesen Unterschied. Und das hast du perfekt gemacht. Ja, danke, Karl. Mhm. Gutes Timing mit dem Power-Up. Ja, sehr stimmt, weil die andere möchte auch deine Rücken haben, aber wenn du den Power-Up aktiviert hast, dann warst du viel schneller als alle andere und die musste noch mehr als dich drücken und hat nicht deine Rücken gehabt und das heißt, du konntest selber die andere vor dich überholen. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Wenn du noch mehr Lust hast, dann gibt es in 6 Minuten noch eine kleine 7 Kilometer Wettkampf. Aber sonst einfach ruhig genießen und den Abend, Feierabend nehmen. Es langt schon, oder? Ja, so nicht. Also hast du Zeit? Also was machst du? Ja, ich habe Zeit. Dann kannst du noch ein bisschen mehr Technik üben. Es ist eine coole Bahn in New York. Es ist nur Train 6, heißt es. Es ist nur 7 Kilometer. Und es ist nicht so steil. Es ist nur 2 Hügel. Ja. No, why not? Es heißt Ossi Crit Crushers. Es ist heute um 9 Uhr abends, 21 Uhr. Okay, ich melde mich an. Ja, und das ist auch gute Übung, da einfach wieder ein bisschen locker aufwärmen oder Cooldown und Warm-up gemeinsam, einfach zusammen und dann bereit sein für ein anderes Start. Und das ist nur jetzt 12, 13, ich weiß nicht wie viele Minuten, 15 Minuten Wettkampf. Aber es ist auch gemeinsames Start, glaube ich. Schaue jetzt an. Nein, es ist nicht. Es ist nur ein paar in A. Es ist doch, es kommt ein paar in A rein. Und dann können wir noch besser genau Kleinigkeiten trainieren. Aber hast du das gemerkt, dass du fliegst ein bisschen vor das und dann hinter? Und dann? Ja. Es ist wirklich ein visuelles Spiel. Wenn du weißt, okay, ich habe ungefähr 2 Sekunden Verspätungen mit dem Drehungen bis zum Spiel, bis zum Swift, dann musst du das einfach lernen. Vielleicht hast du weniger, wenn du zum Ant Plus oder Bluetooth wechseln. Es kann so sein ab und zu. Aber cool! Ich habe das alles... Ich mache ein Recording und ich habe das alles angeschaut. Das war sehr, sehr gut. Die letzte Steigung hast du eigentlich besser gemacht als die andere. Aber du warst schon, also 50 Meter vor der Steigung bis zum Vulkan, dann darfst du nicht
davor vorderst sein. Also du darfst nicht da vorne sein. Du musst da von hinten kommen. Es für mich als Swift Pro technisch schmerzt es so viel, wenn ich da dich da vorne sehe, weil eins, du musst den Wind nehmen und zwei, du hast keine Ahnung, wie schnell die andere kommt von hinten. Und wenn die andere dich vorbeifährst, dann bekommst du ein bisschen negativen Stress. Oder du bekommst keinen Stress, weil du bist so verdammt gut mental und weißt, dass, okay, ich habe Scheiße, ich habe ein bisschen Fehler gemacht, aber jetzt drücke ich, was ich drücken soll, so 600, 700 Watt und ich fliege einfach damit. Ich muss ein bisschen Acceleration hoch machen. Die andere hat schon ein lockeres Acceleration auf die flache Weg gemacht, um die physikalische Regeln stimmt auch in Swift. Du kannst Kraft aufbauen, locker, also auf die Fläche, flache vor die Steigung und dann kannst du die Kraft als Höhenmeter übernehmen. Das heißt, du bekommst gratis ein paar Höhenmeter, wenn du Kraft aufgebaut hast und nicht die Acceleration dafür machen musst, weil es ist viel härter, eine Acceleration zu machen, um die gleiche Geschwindigkeit zu bekommen als alle anderen, die schon viel schneller von hinten kommt. Okay, jetzt bin ich bei dir wieder. Diese Bahn, ich schlage immer vor, dass du jedes Mal die Bahnprofil oder die Strecke anschaut in Swift Power. Aber jetzt sage ich dich, es geht direkt vom Startpen raus und dann geht es steil runter. Das heißt, wenn du eine sichere Position bekommst auf Platz 4, 5 oder so, dann kannst du draften runter. Fast Supertack, aber es ist nicht so steil. Also es heißt nicht so viel Supertack hier. Okay. Machen ein bisschen Party auch. Jetzt geht's los. Einfach einen guten Start machen. Sehr gut. Ein bisschen schneller. Einfach Ziel an einem Tron-Bike da vorne zum Beispiel. Die Turkose Tron-Bike. Oder einfach den Enlarger von den. Jetzt nicht schneller. Nicht schneller. Einfach da ein bisschen die Rücken halten und schau mal, dass du perfekt da reinkommst und dann ruhig, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Sehr gut. Sehr gut. Weil es gibt genügend Anstrengungen sowieso im Start. Und das heißt, es ist sehr gut, wenn du da Rücken finden und ein bisschen gucken auf die Überblick und einfach schauen, dass okay, es kommt ein paar mehr Leute, aber vielleicht ist diese Gruppe meine Gruppe. Das ist mein Zug zum Ziel. Klar, wenn du die Stärkste bist, dann kannst du vor das gehen und ein bisschen drücken oder so. Aber jetzt möchtest du ein bisschen spüren, okay, wie stark sind die anderen Leute. Und du lernst ein bisschen, er ist stabil oder sie macht gar nichts. Da ist eine Frau, Tiefeld, eine Frau da vorne und sie ist vielleicht sehr, sehr stark in die Steigungen, aber nicht so schnell im Zielspurt oder so, das ist gut zu wissen. Okay, das war die erste Phase. Jetzt kommt es bald kleine Steigungen hoch und du siehst es nicht jetzt, aber bald siehst du es da, siehst du es von in die Überblickskarte. Da siehst du es von rechts bis links jetzt, weil ihr fährt in eine Reverse-Richtung, in eine umgekehrte Richtung. Aber du siehst da hoffentlich in die Übersicht, dass es gibt eine orange Markierung und ihr seid jetzt in die Anfang eine kleine Steigung. Und es geht in 2-3 Etappen hoch und dann ein bisschen runter und dann wieder ein bisschen hoch und dann wieder viel runter. Ach, eigentlich so ein bisschen, es ist nicht so oft flach hier, aber hier ist es perfekt dann zu üben, auf deine Position zu sein, wo du genau sein möchtest. Ja, da fliegt jemand weg, du musst das nicht folgen. Rechne bitte zum 3 und lass jemand anders da vorne gehen. Vielleicht noch jemand anders. Du kannst sagen, dass nein, ich schließe nicht diese Lücke. Ich warte ein bisschen ab und dann kannst noch jemand da vorne kommen und dann dein Avatar liegt sich perfekt in die Rücken
dann bekommst du sofort 22% Draft. Vielleicht mehr jetzt. Vielleicht jetzt bekommst du wahrscheinlich 30% Draft, weil du liegst gut. Und oder falsch von mir, jetzt ist es hoch, berghoch und die Geschwindigkeit ist nicht so hoch. Aber es ist doch sehr gut, einfach da zu üben, auf die optimierte Position zu sein, weil genau hier bekommst du am besten Draft von der ganzen Gruppe. Und da das heißt, dass du fliegst einfacher hoch auf. Ja. Jetzt ist es ein bisschen Ausbruch, ein bisschen so, jetzt ist es gut, diese gelbe Tron-Bike zu folgen oder selber ein bisschen zu drücken, bevor es runtergeht. Aber okay, ein bisschen, noch ein Drück und dann so, 4, 3, 2, 1, locker. Sehr gut, perfekt, weil es gibt diese Verspätungen und jetzt ist es nur, Rieslinger hast nicht deine Rücken, aber er kommt, er kämpft da von hinter und er kommt wahrscheinlich mit viel Geschwindigkeit jetzt und fliegt alle vorbei. Hier kommt er und du siehst, er kommt da und er hat so viel Kraft aufgebaut, aber er musste auch kämpfen und die andere, die hat ja eine aggressive Tempoerhöhung gemacht und dann bekommt die ja die Lücke. Ah, eine coole Rennen, aber desto wichtiger da in Rücken zu sitzen. Einfach die Abfahrt genießen. Einfach locker. Wenn es Ruppberg runter geht, dann solltest du nie vorne sein und nie über 200 Watt drücken, sondern einfach hier hinterbleiben und unter 200 Watt, wenn du vielleicht weniger zu drücken, weniger. Es ist völlig unnötig, da 500 Watt zu drücken, dann kommst du genau hier vorne 5 Sekunden später. Also, wenn du auf den Überblick siehst, dass es geht viel, viel steiler runter, dann ist es besser von hinten. Einfach lass die andere da wegfliegen. Die kommt von hinten, die hat viel Stress, die möchte nicht da vorne sein. Du möchtest auch nicht vorne sein, du möchtest hinter sein. Jetzt geht es noch wieder runter, steil runter. Und dann kommt eine coole Steigung. Und jetzt ist es nicht so weit bis zum Ziel. Also, das heißt jetzt ein bisschen Puls nach unten und ein bisschen ruhiger. Sehr gut. Die Leute hier, die sind sehr stark. Also wirklich Spitzenfahrer. Aber die sind nicht so gut. Also ich sage dir, die hat nicht so viel Erfahrung. Also einfach mitfolgen und einen Rücken finden, die du stabil findest. Einfach lass andere vor dich. Ja, die Leute da in die blaue Wahoo und die blaue... Ah, ihr bekommt ein Power-Up, oder? Ja. Und was hast du? Ein Bus. Okay, sehr gut. Das kannst du auch im Sport nutzen. Ja, jetzt geht es ein bisschen schneller, weil er hat den Ghost nutzt und jetzt geht es schneller. Einfach mitfolgen direkt. Einfach direkt mit den schnellen Leuten da vorne mitfolgen. Oder den Hexagon Mann. Nur jetzt ruhiger. Sehr gut. Einfach folgen. Sehr gut. Einfach so, du kommst mit viel Geschwindigkeit und die andere möchte auch mitfolgen. Du musst nicht selber die ganze Zeit in den Wind nehmen, sondern du kannst die andere vorne lassen. Aber sei bereit. Jetzt wird es ein bisschen anstrengend, weil wahrscheinlich möchte die jetzt eine lange Zielspurt machen. Aber üben in die Rücken zu liegen. Und das ist dein Ticket jetzt. Die zwei Leute da vorne oder vielleicht eher dahinter dich, aber es ist nicht sicher. Jetzt kommt es, die letzte Steigung jetzt und dann ist es flach. Das heißt, es ist super, wenn du die zwei da vorne folgen kann, weil die hat ja nicht so, die sind zusammen. Wahrscheinlich ist die blaue dahinter sehr, sehr stark. Einfach innerhalb 5 Meter. Das ist dein Zug bis zum Ziel. Und jetzt ist der Belgier, er möchte vielleicht vorne gehen, er macht ein bisschen Druck jetzt, ja gut, das kannst du auch in der rechten Seite sehen, ihr drückst jetzt 6 Watt pro Kilo, wenn du willst, versuchst du ihm zu folgen,
Die andere französische Mann ist ein bisschen müde, aber wenn du auch sehr müde bist, dann kannst du einfach hoffen, dass die französische Mann auch da ein bisschen mithilft. Sehr gut, einfach nicht Härte jetzt. Jetzt kommst du in die Rücken. Dann bleibst du da ein bisschen. Sehr gut. Lass einfach auch die französische Hexagon-Person vorne, wenn du willst. Es ist egal, die zwei vorne sind ein bisschen müde, aber vielleicht gewinnt die. Wir möchten nur Technik trainieren. Du möchtest nicht da vorne sein, sondern jetzt, okay, ein bisschen drück, einfach mitfolgen. Wahrscheinlich drückst du jetzt Vollgas bald, weil es ist nicht so weit bis zum Ziel und die hat vielleicht immer noch Hoffnung auf einen Gewinn, aber es ist ein bisschen zu spät für die. Einfach Ruhe, Ruhe, Ruhe. Abwarten, abwarten. Jetzt ist es 25 Sekunden bis zum Ziel. Und wenn du möchtest, dann katapultierst du dich von hinter und vorne. Und, oder du bleibst vor hinter und drückst die Van jetzt. Einfach drücken den Power-Up. So, ja, gut. Und jetzt Steigung, Steigung. Und schau mal. Sehr gut. Einfach volle Pulle. Sehr gut. Yay! Aber gut, du hast es optimal gemacht. Es ist sehr, sehr gutes Übung, um genau da in den Rücken zu bleiben. Hey, super! Viel besser, viel besser. Du hast es viel besser gemacht mit... Also das war eine völlig andere Situation mit viel weniger Leute. Wem soll man folgen? Warum? Und was mache ich? Wie hart ist es selber, vorne zu sein? Oder wie viel hilft es da, auf dritte Position zu liegen? Und so weiter. Und da war es schwierig. Da verstehst du auch, ein Aero ist viel, viel, viel besser als einen Draft Van. Ein Draft Van halbiert oder du bekommst 50% mehr Draft. Das ist ja super, aber Aero ist am besten im Zielsport. Gut, das war das Training für heute. Ja, beim zweiten Mal war ich ziemlich müde. Ja, das kann ich mich gut vorstellen. Du hast alles im Zielsport da, die erste Race gemacht. Und das war sehr, sehr cool. Das ist auch wichtig für dich zu lernen, dass Swift ist nur Training, Training, Training. Aber es ist auch Wettkampf. Und da muss man eine Balance finden, wo man einfach so... Okay, was ist jetzt the purpose? What is the purpose of this training? Okay, Carl hat gesagt, ich muss üben, eins mit meinem Avatar zu sein. Okay, das heißt, jetzt möchte ich wirklich da vorne liegen und ein bisschen Druck setzen. Oh, scheiße, jetzt bin ich müde. Na, okay, jetzt probiere ich dahinter im Peloton hinters zu sein. Bin ich jetzt die Letzte? Nein. Okay, ich lasse noch eine Person vorne und dann üben, die Position zu halten. Nicht vorne zu fliegen oder so. Einfach, okay, jetzt kann ich gut die Steigung verstehen und wie es alles geht und das. Ah, perfekt, jetzt habe ich Kontrolle. Und dann einfach spüren, dass, okay, dann kann ich, dann geht es los. Jetzt kann ich, weil wenn du das nicht schaffst, genau an dem Position zu liegen, wo du willst, dann ist es schwierig, da mitzufahren, weil dann vielleicht kommst du völlig falsch im Zielsport und musst 30 Sekunden vorderst sein und dann kommt alle andere mit 100 Meter noch, dann kommt alle andere und den ganzen Peloton fliegt einfach vorbei. Also, ab nach dem ersten Rennen schneiden. Ja, dem Video meinst du? Ja, der Video, ja. Oh nein, aber hey, es ist wirklich, es ist so cool, dass du den ersten da gewonnen haben. Das ist sehr, sehr stark und sehr cool. Das zeigt, dass wir zusammen sehr gut gearbeitet haben und du hast ein sehr, sehr gutes Zielsport, du hast so viel Kraft für so lange Zeit. Es ist eigentlich so, du hast fast 1000 Watt 20 Sekunden oder 15 Sekunden zu brauchen. Aber wenn es so eine lange Zielsprint ist, dann geht es nicht am Anfang 1000 Watt zu drücken, da in die Steigung, in Vulkan und dann
dann muss man unter bis zum 600 und 500 und am Ende vielleicht 300, dann gewinnt man nicht. Es ist viel besser da 600, 700, 800 vielleicht, aber dann zurück nach 600 und dann ein bisschen Pause, 500, 400, atmen, atmen, Neustart, 800, 900 und dann vielleicht am Ende, oh wow, 1000 für 2 Sekunden, aber das langt und dann puf, 10. Und das ist genau das Beste mit voll Kontroll über dein Avatar und was du machst und wie du Draft bekommst und was für ein Unterschied das macht. Ja, das war gut, Karl. Ja, super. 1 Stunde Training, das war super. Jetzt kannst du einfach locker etwas essen und trinken und den Sieg genießen. Und die andere war nur Techniktraining und das zu üben, das wirklich da in die Rücke zu bleiben. Ich wollte nicht, dass du das auch gewinnst. Also gewinnen ist ein riesen Bonus, aber das größte Gewinn ist einfach, wenn du lernst, ein bisschen mehr, wie wo man liegen muss und wann genau, in welche Steigungen oder so, wo man drücken muss und so, was passiert, wenn du das nicht machst und so weiter. Und das hast du geübt. Was wollte ich fragen? Du hast gesagt, ich habe schon mal gewonnen, aber ich habe noch nie gewonnen. War es jemand vorher? Oder was? Du hast vorhin gesagt, ich habe bereits einmal vorher mal gewonnen. Aha, ja, aber es steht auf deiner Seite, steht es Stage 2, Race Like a Pro, vor 3 Tagen. Aha, aber das habe ich nicht gewonnen, da war ich glaube Dritter oder so. Ah, aber im Swift, ja, aber auf Swift Power. Die 2 vor dich waren nicht registriert auf Swift Power, ja, ja. Und bist so also nicht dabei oder disqualifiziert. Ja, ja, nee, aber ja, es waren 2 vor mir, ja. Ah, ja, ja, okay, vielleicht kein Herzmesser oder Herzfrequenzmesser oder so. Hey, cool. Ja, hey, super. Das nächste Mal fahren wir gemeinsam. Ja, das machen wir. Und, Stefan, theoretisch, einfach wichtig zu sagen, das heißt, wenn du merkst, dass, wow, ich habe diesen Wettkampf gewonnen, du hattest 3,9 Watt pro Kilo Average, das heißt 322 Watt Average in 22 Minuten. Sehr stark, also sehr gut. Und die andere hinter dir hat 4,2, 4,1, 3,8, sehr gut, 4,3, 3,0, 4,2 und so weiter. Es ist sehr gut, wenn du den Gefühl habe, dass, wow, ich war kraftökonomisch oder ich war da sehr, sehr taktisch, aber ich hatte auch viel Druck in 1 Minute, 30 Sekunden oder 15 Sekunden. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Viele Leute sagen, oh scheiße, ich war nicht so gut, ich hatte nur 3,9 Watt pro Kilo in Average. Normalerweise habe ich 4,1. Aber es ist nicht das Richtige im Wettkämpfe oder im Swift-Training. Du bekommst viel besser Training und so, wenn du da ein bisschen dynamische Intervallen machst oder so, dass du wirklich da die Spitzengruppe mitfolgst und nicht da vorher in der vorderste Reihe bist die ganze Zeit und dann, oh, ich habe keine Kraft mehr, ich habe keinen Bock mehr, oh, ich lasse die Spitzengruppe. Dann verlierst du die Chance, deine Zielspur zu machen und alles. Das ist, deshalb versuche ich alle so, ich sage oft Ruhe, Ruhe, Ruhe. Und das ist so wichtig, weil viele Leute weiß, wenn man drücken muss, wenn man sehr hohe Wattzahlen drücken muss, aber die weiß nicht, wenn man es ruhig nehmen kann. Und das ist noch wichtiger. Das resultiert in eine tiefere oder niedrige Watt pro Kilozahl am Ende. Und das ist etwas Gutes in Swift. Eigentlich. Aber wenn man Alp de Swift oder eine Berg hochfahren muss, dann muss man natürlich Höhe
Watt pro Kilo drücken. Klar. Ja, klar. Aber auf so einem Bahn, dann ist es cool. Normalerweise gewinne ich mit 3,6 Watt pro Kilo über Leute, die mit 5 Watt pro Kilo mitfährst. Ich gewinne sowieso, weil ich liege immer hinter dem Peloton und dann am Zielspurt fliege ich alle vorbei, genau auf dem Abstand, vielleicht 400 Meter oder so, mit einem Aero, kommt und drückt den Aero genau gerade, wenn ich davor, dass du im Peloton bist. Niemand hat eine Chance, mir zu folgen und bam, habe ich 40 Meter Abstand, weil ich katapultiere mir von hinter. Ja. Und niemand sieht es. Ja. Also, das ist ein bisschen Überkurs, aber sehr gut. Ich schicke dir später dann den Video. Ja? Ah, ich sehe dich. Hey. Ich sehe den Video jetzt. Super. Ja, gut. Nein, war cool. Karl, hey. Super. Ja. Ja, sende mir. Ja. Mache ich. Ja, das nächste Mal fahren wir gemeinsam. Ja, machen wir. Und ich schaue, dass Kaspar auch mitmachen kann. Ja, das wäre so cool. Das wäre so cool. Und ich schaue noch anders, dass er auch mal macht. Ja, absolut, 100%. Das wäre auch cool. Okay. Gut. Hey, danke dir. Ja, auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Und frohe Weihnachten und gutes Neues und so weiter. Okay, ciao. Und dann liebe Grüße an Steffi. Okay, danke. Ciao.